So, wir haben bis Sonntag noch Sale. Das heißt, eine der wenigen Chancen, wo ihr unser Shades of Grey und unser Black Beauty um minus 20% bekommt. Unser Shades of Grey stellen wir euch heute vor. Das ist eins unserer stärksten Produkte, das haben wir seit von Anfang an. Passt de facto zu jeder Jahreszeit und zu jeder Farbe und ist ein bisschen sportlicher, ein bisschen casual im Vergleich zum Black Beauty. Ich zeige euch jetzt ein ganz cooles Kleid. Und zwar schlüpft man da verkehrt rum rein, dann nimmt man die kürzere Seite und legt sie relativ weit über den Hintern drüber. Ja? Und die zweite Seite dann ebenso, ein bisschen unter Spannung. Klippt das da unten an und hier. Und dann kann man den Kragen noch nehmen und ihn ein bisschen so sommerlich machen. Der wäre natürlich gut, wenn man drunter einen trägerlosen BH anhat, damit man da die Träger nicht sieht. Das schaut dann so aus. Das ist das Kleid, drunter die Jeans wieder weggeben. Ist auch ein bisschen gemütlicher dann. Der zweite Look ist ein Oberteil. Und zwar ganz cool, da schlupfe ich eigentlich immer so rein, dass ich quasi die kurze Seite da hinten habe. Und die lange Seite oben, also diese hier, so. Und dann nehme ich das meistens relativ genau in der Hälfte, nämlich hier und auch hier in der Hälfte. Und dann kann man eigentlich die eine Seite nach innen legen und die zweite Seite drüber. Und entweder man bringt den Clip hier an und geht einfach einmal rundherum. Man kann jetzt das da einfach anbringen und das lose lassen oder man kann das mitklippen, damit es fixiert ist. Mir gefällt das jetzt so besser, das heißt, ich klippe das mit und kann dann natürlich immer noch den Kragen hier ein bisschen lockerer machen oder ein bisschen enger. Und das ist dieser Look. Wenn man das nicht mag, dass das so wegsteht, dann sind die Doppelclips perfekt, weil mit den Doppelclips kann man das dann nach vorne klippen. Ja, dann braucht man auch das nicht. Darf ich schnell die Doppelclips haben? Dann zeige ich das schnell her, wie das geht. Danke dir. Theresa, die ist nämlich hinter der Kamera, die werdet ihr auch noch kennenlernen. Und zwar, genau, nimmt man das dann so, legt es da rein, bringt hier den Doppelclip an, so, und holt sich von da hinten der Stoff, der zu viel ist, ja, damit wird das flacher, das gefällt mir ehrlich gesagt besser. Und da braucht man halt zwei Doppelclips dazu. Und da auf der anderen Seite auch noch. Schnapp, schnapp. Und ich hole mir da auch eigentlich alles, was zu viel ist, hier nach vorne. Genau. Und das ist quasi dieser Look. Damit ist es ein bisschen schmäler am Rücken dran, das finde ich ganz cool. Und da kann man eben, wie gesagt, den Kragen ein bisschen lockerer machen oder weiter. Und jetzt den dritten Look. Das ist eine Weste, wo man einfach hinten, das nehme ich jetzt ein bisschen, nehme ich den Kragen so nach innen und dann kann man einfach hier einen Clip anbringen, ganz lang machen und hier die andere Seite rüber. Man kann das da anklippen zum Beispiel, so. Oder, ich zeige euch das gleich noch, das schaut hinten so aus, kann man auch die Falten gerade legen, ja. Oder man klippt das hier gar nicht an, sondern macht es lose und klippt es. Ich habe es da jetzt zum Beispiel auf der Unterseite von dem Level mit angeklippt, damit bewegt sich das eigentlich auch nicht, obwohl die zwei da lose bleiben. Ja? Auch ein ganz guter Schmäh. Na gut, insofern wünsche ich euch noch bis Sonntag Happy Shopping, minus 20%. Und auf das wir uns bald wieder hören oder sehen. Danke, tschüss!